Wenn es eine Marke gibt, die ja öfter auch ganz gerne mal so einen richtigen viralen Hit landet, dann ist das Halara. Ich habe heute nämlich eine Hose im Gepäck, die am Tag bis zu 100.000 Mal verkauft wird. Das müssen wir uns doch anschauen, Leute. Dafür leben wir doch hier, uns die Trends anzuschauen. Wenn du solche Videos in Zukunft nicht mehr verpassen möchtest, solltest du unbedingt den Abo-Knopf drücken. Und jetzt ab geht's mit dieser verrückten Hose. Die schauen wir uns an. Kleiner Spoiler-Alert direkt vorneweg, es wundert mich absolut gar nicht, dass diese Hose so beliebt geworden ist. Ich habe die nämlich tatsächlich schon eine ganze Weile jetzt in einem zarten Rosaton und habe heute zwei weitere Farben für euch dabei und zeige euch die Hose nochmal, beziehungsweise es wurde auch einiges wiederum an der Hose aufgrund von eurem Feedback verbessert. Da ist Halara mega auf Zack mit. Die nehmen nämlich das Kundenfeedback super gerne mit rein und verbessern ihre Kleidungsstücke. Zuletzt auch passiert bei den Magic Jeans oder auch Stoffqualität, die sich verändert hat, andere Stoffe und dann uns denken so, okay, well, das ist ja richtig geil, hier kann man ja auch ein bisschen mitgestalten. Und die virale Hose ist diese ganz klassische, weit geschnittene Art Anzughose, würde ich jetzt mal nennen. Generell ist ja gerades, weites Bein sowieso momentan super krass im Trend und ich persönlich habe inzwischen auch so richtig Blut geleckt, sagt man ja. Das ist irgendwie inzwischen mein Hosenmodell geworden und das sogar als Curvy bzw. Plus-Size-Lady, weil man zum einen es super bequem hat und zum anderen streckt es natürlich optisch unfassbar geil die Figur. Richtig toll an der Hose ist, dass die schön High-Waist geschnitten ist. Die sitzt bei mir also genau in der Taille. Dann haben wir einen super schön gearbeiteten Bund, wo es auch Schlaufen gibt, damit man einen Gürtel drauf kombinieren kann. Das heißt, es wäre wirklich eine perfekte Hose für einen Office-Look. Und dazu ist das Material so unfassbar luftig und weich und flatterig. Und sie knittert nicht. Das sind alles schon Pluspunkte, Leute. Das ist absolut genial, wenn man damit einen Office-Look kreieren möchte oder halt so einen Business-Look. Die Stoffqualität wurde wieder verbessert. Im Bund ist jetzt Lycra mitverarbeitet, sodass im Prinzip dieser Gummibund, der da halt drin ist, besser die Form hält, dass das Ganze gemütlicher und noch elastischer wird, sodass das sich der Figur richtig toll anschmiegt. Und ich finde, das sieht man auch. Also man hat mega viel Platz da drin und es sitzt halt unfassbar bequem. Also das ist eigentlich wie eine Leggings oder Jogger nur in Anzughosenform. Auch besonders schön finde ich diese Waffelstruktur im Stoff, die gefällt mir auch extrem gut und ich finde jetzt, ihr seht es hier in den beiden Farbkonstellationen, es gibt natürlich eine ganz große Auswahl. Ihr könnt von klassisch schwarz bis hin zu eher kräftigeren, knalligeren Farben wählen. Ich besitze die, wie gesagt, auch schon in rosa, trage ich wahnsinnig gerne jetzt so in der Sommerzeit, wenn es ein bisschen kühler ist. Sieht nämlich richtig toll aus und ich erwische mich, dass ich die in meinem Alltag auch ganz, ganz oft greife. So viel also zur viralen Anzughose. Ich bin gespannt, ob ihr zu den 100.000 Menschen dazugehört habt, die sie so an einem Tag einfach ausverkaufen. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr diese Hose schon besitzt oder ob das ein Modell für euch wäre. Und wenn ihr Bock habt, die jetzt nachzushoppen, ihr findet sowieso wie immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr die Farben, die Größen und so weiter und natürlich die Links. Und es gilt auch weiterhin der laufende 20% Code Violet2024 und ein zusätzlicher 5% Code, wenn ihr etwas im Sale ergattern möchtet. Dann habe ich auch noch etwas Neues bei Halara entdeckt. Da musste ich sofort zuschlagen, weil ich nämlich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass in der letzten Zeit öfter so diese BH-Tops sehr gehypt wurden. Also im Prinzip halt Oberteile, Tops, T-Shirts, wie auch immer, wo ein BH, so ein richtiger, der auch ein bisschen was supportet, mit eingebaut ist. Und da haben wir hier schon das ein oder andere getestet und da war ich immer so semi-begeistert von. Und dann hat Halara jetzt ein Modell rausgebracht, wo ich dann direkt gedacht habe, so okay, well, das muss mit in den Warenkorb, das will ich unbedingt austesten. Und was soll ich sagen, Leute, dieses Top, ne? It's giving. Also das serviert die Boobs auf jeden Fall so richtig auf dem Präsentierteller. Aber das ist genau das, was ich bei den anderen Herstellern eigentlich bemängel, dass mir der Support tatsächlich nicht ausreicht, sodass man einen richtig schönen, eine schöne Brust bekommt, ein schönes Dekolleté bekommt. Hier ist es mir sogar fast ein Ticken too much. Also für einen Office-Look wäre das auf jeden Fall nichts. Aber für die Freizeit, ja, oder für einen Ausgelook ist das auf jeden Fall ein Brüller, das Top. Die Passform finde ich richtig, richtig schön.
schön, es sitzt sehr eng anliegend, ist also ein perfektes Top, um das in den Hosen- oder Rockbund reinzustecken. Und wie gesagt, da ist kein BH drunter. Ich habe meine Boobs einfach nur da reingepackt und ein bisschen zurechtgezubbelt. Und man hat einen super geilen Support. Also da habe ich eher das Gefühl, dass das gut ist, auch für ein größeres Cup. Ich trage zur Orientierung für euch ein D-Cup, ja, passt also in die L rein. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass das so hin und her floddert, wisst ihr? So wie bei anderen BH-Tops. Das stört mich nämlich daran immer, weil dann sieht die Brust so schnell so unförmig aus. Das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall und ich liebe es jetzt schon. Auch wenn Halara ja als eine Athleisure-Brand bekannt geworden ist, also eher so wirklich in diesem sportlichen Bereich, haben die ja in den letzten Jahren die Kollektion so krass erweitert, dass man auch ganz, ganz viele Teile findet, die so richtig schick sind. Wir kommen dann gleich noch zu 4 Kleidern, aber ich habe vorher einen Satin-Midi-Rock für euch. Wenn ihr in den letzten Videos ein bisschen aufmerksamer zugeschaut habt, wisst ihr, ich stehe voll auf Satin-Midi-Röcke. Midi-Rock ganz generell finde ich, ist eine tolle Länge für den Sommer, für auszugehen. Das sieht immer schön aus, so eine Satin-Optik, das glänzt, das ist elegant, das ist einfach classy. Ich habe das jetzt mit dem Top hier kombiniert. Ich glaube, mit einem Top in Schwarz wird es noch ein bisschen geiler aussehen. Aber ihr wisst schon Bescheid, das Top, das wird wir hier in mehreren Farben einziehen. Ja, das war jetzt nun mal für den Start. Und ich muss sagen, auch der Rock hier richtig, richtig toll. Ich habe gedacht am Anfang, vielleicht ist er ein bisschen eng. Man könnte ihn also eine Nummer größer, würde ich euch empfehlen, bestellen. Aber der hat auch sehr viel Elaste. Also er ist schon sehr stretchy und hat einen Reißverschluss an der Seite. Also ich bin locker reingekommen. Aber ich glaube, eine Nummer größer würde er noch ein bisschen flatteriger sitzen, was noch ein kleines bisschen besser wäre jetzt an meiner Figur. Aber da muss man sich halt immer rantasten, wenn so neue Kleidungsstücke in die Kollektion kommen. Dann habe ich ein weißes Kleid gesehen und das fand ich so schön. Ich habe dann extra noch mal im Shop gestöbert, weil ich hatte es nämlich nicht unbedingt als ein Cover-up im Gedächtnis. Und im Shop sieht es nämlich so aus, muss man direkt dazu sagen, als ob es nicht so durchsichtig wäre, wie es aber durchsichtig ist. Und deswegen habe ich mich kurzerhand entschlossen zu sagen, okay, das hier, wenn als ein Cover-up-Kleid, Bikini drunter, Badeanzug drunter, im Urlaub drüber werfen, glücklich sein. Ich muss nämlich sagen, vom Schnitt her gefällt mir das Kleid extrem gut. Das ist halt alles so leicht gekrinkelter Stoff und wir haben so Gummizug überall, einen schönen weiten V-Ausschnitt, der natürlich ja auch extrem tief ist. Also ich sehe das schon eher als ein Strandkleid, ganz klare Sache. Und dann halt aber auch schön abgesetzter Saum, das ist total toll gearbeitet, schöner weiter Rock unten dran, es flattert, es sieht super schick aus. Also als ein Cover-up-Strandkleid auf jeden Fall. Für normal zu tragen und da irgendwie Unterwäsche drunter, wird wahrscheinlich zu durchsichtig. Ich habe hier irgendwie heute hauptsächlich Maxi-Kleider am Start. Okay, ein kleines Kleidchen, ein kurzes Kleidchen kommt gleich noch, aber wir haben noch ein weiteres Maxi-Kleid, das ihr auch schon mal vielleicht so in Erinnerung habt. Das gibt es nämlich mit Langarm und jetzt im Sommer halt so quasi ohne Arm, also als Tank-Variante, einfach nur oben abgeschnitten quasi. Und das finde ich auch so richtig, richtig schön. Der Stoff ist sehr weich und wir haben unfassbar viele Raffungen, Rüschen dran. Also es sieht richtig toll aus, weil es durch den Schnitt und so wie es geleert ist, beim Nähen halt einfach eine richtig tolle, also es ist ein toller Figurschmeichler einfach, ne? Es gibt hier diesen breiten Bund auf der Taille. Ich glaube, das muss man ein bisschen nach Figurtyp ausprobieren. Bei mir sitzt es genau an der richtigen Stelle. Aber wenn es natürlich zu tief oder zu hoch sitzt, muss man ein bisschen gucken, so mit dem Bäuschlein, ne, könnte das unschön betonen. Aber wenn ihr so ähnliches Verhältnisse habt wie ich, ich habe sehr lange Beine im Vergleich zum Rest meines Körpers, ja, dann ist das bestimmt ein Modell für euch. Und ich fand auch dieses kräftige Rot-Orange hier einfach nur mega geil jetzt für die Sommerzeit. Und besonders toll natürlich super weiter flatteriger Rock dran, Taschen dran. Die Maxi-Kleider bei Halara sind halt auch einfach ein Gedicht. Kommen wir zum Cocktailkleidchen und dann haben wir noch ein letztes. Und das habe ich nämlich gesehen und dachte so, okay, das ist so ein richtig schickes Sommerkleid für abends auszugehen, für so den klassischen, wo man halt Dresscode Cocktail hat. Und deswegen musste ich das unbedingt ausprobieren, weil Halara in den letzten Jahren, wie gesagt, sehr krass das
Sortiment und die Kollektionen erweitert hat. Und ich finde, die Kleider stehen sich in nichts nach, ob man jetzt dafür sozusagen das für einen Abendanlass haben möchte oder aber auch gemütlich für den Alltag. Und das Kleidchen hier, da hat Daniel natürlich beim Bügeln ein bisschen geflucht, weil es hat immens viele Schichten. Da haben wir erstmal ein super blickdichtes Unterkleid und dann kommen zwei Tüllschichten oben drüber. Aber das macht das Ganze natürlich auch so schön an dem Kleidchen, muss man sagen. Ist auf jeden Fall halt am Rock sehr voluminös, vom Schnitt her eher wie so eine klassische A-Linie. Oberkörper natürlich alles sehr eng anliegend, sehr betont aufs Dekolleté selbstverständlich und halt auch wirklich kurz vor knapp. Ne? Ist aber clever geschnitten, muss man sagen. Hinten auch so ein bisschen länger. Aber da muss man auf jeden Fall, wenn man sich hinsetzt oder bückt, also ganz deutlich aufpassen. Es ist sehr, sehr kurz. Aber manchmal mag man das ja auch ganz gerne. Mir gefällt es vom Schnitt her wirklich richtig gut. Hier ist wieder ein eingebauter BH. Das heißt, man braucht sich keine Gedanken machen, dass man dieses wunderschöne, naja, diesen Ausschnitt, diesen Dekolleté-Bereich nicht sozusagen zelebrieren kann, ohne das mit einem BH zu zerstören. Der ist mit eingebaut. Und wenn ihr mich fragt, und ich bin da immer sehr picky, was so die Haltbarkeit für meine zwei Bubis anbelangt, mir würde es vollkommen ausreichen. Wird hinten im Rücken geschnürt, das heißt vielleicht eher eine Assistenz mit dazu nehmen. Da kann man so ein bisschen bestimmen, wie fest das sitzen soll. Ja, das hilft dann auch im Prinzip halt, den Bubi-Bereich zu fixieren. Aber es schaut richtig klasse aus. Bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Und das letzte Kleid trage ich hier schon die ganze Zeit wieder in der Moderation. Das ist auch so ein richtiges Anziehen und Wohlfühlen Kleid. Ist jetzt auch wieder ein Maxi-Kleid und ich fand den Schnitt so interessant. Der hat mich so ein bisschen an meine Tänzerkarriere erinnert, so an die Ballerina-Oberteile. Da hat man das oft, dass das so hier am Dekolleté-Bereich so gelayert wird. Das betont natürlich auch wieder so ein bisschen den Brustbereich. Also wenn man den im Prinzip so ein bisschen hervorheben möchte, finde ich, ist das ein Hingucker-Element, muss man ganz klar sagen. Vom Schnitt her auch auf jeden Fall eher klassisch. Wir haben halt hier oben im Bereich alles sehr eng und dann den weiten Maxi-Rock unten drunter, der super schön flatterig ist. Ganz zartes, angenehmes Stöffchen. Das hier ist jetzt aber auch kein Baumwollstoff, sondern eher wieder so ein schnell trocknender Polyesterstoff, die aber, finde ich persönlich, bei Halara extrem geil sind, weil die Polyesterstoffe bei denen wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität haben. Polyester ist nicht gleich Polyester. Und das hier ist auf jeden Fall etwas, was man im Sommer gut tragen kann, weil es sehr luftig einfach ist. Einziges Mini-Manko, was mir aufgefallen ist, da liegen jetzt die ganze Zeit meine Haare drüber. Die Träger hier sind zum einen nicht verstellbar, was ich ein bisschen schade finde, wäre so ein kleiner Verbesserungswunsch für das Kleid. Und die drehen sich immer hier so nach außen. Also die sind nicht ganz so hübsch verarbeitet, wie ich es mir gewünscht hätte hier an der Stelle, muss ich sagen. Weil das ist dann ein bisschen schade, wenn es sich immer so nach außen dreht mit der Naht. Das hätte man auf jeden Fall noch ein kleines bisschen schöner machen können. Also, liebes Halara-Team, there you go. Einmal Gratisberatung, was man noch verbessern könnte an dem Kleid. Ansonsten gefällt es mir nämlich richtig, richtig gut. Meine Hübschen, das war mein aktueller Halara-Haul, vor allem natürlich mit der viralen Anzughose. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, welche Teile euch heute wieder am besten gefallen haben. Wenn ihr irgendwas nachshoppen möchtet, schaut super gerne in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr den 20%-Code und gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Da freue ich mich immer sehr und natürlich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Mm-hmm.